Hallo, ich wollte euch mal zeigen, wie ich diese süßen Paperclips hier mache. Ich mache das immer bei meinen Kollegen, wenn ich denen eine Nachricht oder so oder was rüberschicke oder auf den Schreibtisch lege, immer irgendwas Nettes dran. Es hebt immer etwas die Stimmung. Die eignen sich auch gut für mit Kindern zu basteln. Und zwar habe ich so zweierlei Ausführungen. So. Okay, dann zeige ich euch mal, wie ich die gemacht habe. Es gab immer bei Action, ich weiß nicht, ob es noch gibt oder wieder mal gibt, so ein Megakraft-Set. Da sind Wackelaugen drin, Pompons drin und halt Pfeifenreiniger. Ja, wenn ihr das nicht habt, das müsst ihr nicht unbedingt haben. Die Sachen kann man auch einzeln erwerben. Ne? Wie gesagt, so Pompons braucht ihr auf jeden Fall. Handelsübliche Wäscheklammern. Ja. Dann stehen bleiben. Heißklebepistole und Pfeifenreiniger. Braucht jetzt nicht bunt sein. Wie gesagt, könnt ihr auch andere nehmen, was ihr halt da habt. Und eine Zange, um das Ganze, um den Pfeifenreiniger durchzuschneiden. Kann aber auch eine Schere sein. So, also in diesem Set sind halt so Pompons drin. Ja, ich gebe hier welche hin. Für diese großen Wäscheklammern habe ich dann diese mittleren Pompons hier gewählt. Braucht ihr dann vier Stück. Na, geh weg. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Farben raus. So, ich habe vier Farben gewählt. Ich setze mir was weiter zurück. So. Ja, ist nicht gerade schön, die Wäscheklammer. Die tun wir mal weg. So. Dann fangt ihr an. Gebt etwas, ja, Heißkleber auf den Pompon. Drückt es hier vorne schön mittig drauf und den nächsten schön aneinandersetzen, möglichst in der Mitte bleiben. Bis halt die Wäscheklammer voll ist. Immer diese Fäden. Dann nehmt ihr euch zwei Wackelaugen. Die hätte ich hier schon mal parat legen können. Gebt dann vorsichtig, weil sonst verbrennt ihr euch die Finger. Etwas Heißkleber drauf. Ha. Warte. So, der ist mir runtergefallen. Da ist er wieder. So. Wie gesagt, vorsichtig vor die Finger, sonst passiert euch das Gleiche. Und dann den nächsten. Am besten so auf den. Ja, bei den Wackelaugen müsst ihr vorsichtig sein oder nehmt normalen Kleber vielleicht am besten. Aber es soll ja auch halten. Entschuldigung. So. Dann nehmt ihr euch den Pfeifenreiniger, etwa ja, 4 cm. Schneidet zwei gleich
Teile durch. Na, der dürfte etwas lang sein. Also könnt ihr ruhig was kürzer nehmen. Dreht am Ende das Ganze etwas ein. So, das kürzen wir etwas. Und setzt auf die Spitze etwas Heißkleber. Am anderen Ende, das, was ihr nicht eingewickelt habt, logischerweise. Und steckt es hier rein und haltet es einen Moment fest. Ruhig tief einstecken, damit man den Heißkleber nicht so sieht. So. Das Ganze macht ihr mit dem anderen auch. Stehen und auch festdrücken. Ihr müsst wohl, habe ich vergessen zu sagen, darauf achten, dass ihr das Gesicht auch an der Seite macht, wo die Schnauze ist, ne? Okay, dann ist das Ganze schon fertig. Wie gesagt, ich habe das hier auch mal auf so kleinen Klammern gemacht, die gab es auch mal bei Action. Da habe ich wohl auf die Hörner verzichtet. Ich finde es eine ganz nette Idee, um jemand eine Botschaft zu hinterlassen, irgendwo anzuklemmen oder so. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst.